Guten Tag, Herrschaften, und herzlich willkommen in einer Zeit, in der die Populisten auf dem Vormarsch sind, in der es nur um Geld und Sex geht und die Presse nix wie Lügen druckt. Nein, es ist nicht von heute die Rede, sondern von den späten 1920ern, in denen Fabian die Geschichte eines Moralisten von Erich Kästner spielt. Mit dabei sind drei Doktoren. Erstens Dr. Jakob Fabian, 32, Germanist, der kein Taxifahrer ist, sondern Propagandist oder Werbetexter. Sein bester Freund heißt Dr. Stefan Labude, auch Literaturwissenschaftler, der gerade seine Habilitation eingereicht hat, also gern Professor werden will, und aus reicher Familie stammt. Sein Vater ist Anwalt. Und das hier ist Dr. Cornelia Battenberg, Juristin, sieht mega aus, und damit stehen ihr natürlich alle Türen offen. Natürlich gibt es noch viele Nicht-Akademiker im Buch, aber die drei sind einfach mal die wichtigsten Figuren. Kästner veröffentlicht seinen Roman, der ursprünglich Der Gang vor die Hunde hieß, 1931, und eigentlich sollte das alles noch viel krasser sein, mit viel mehr Sex, aber was tut man nicht alles, um veröffentlicht zu werden und Geld zu verdienen? Los geht's! Fabians Reise durch die Ausschweifungen Berlins beginnt bei Frau Sommer. Nein, die ist nicht mit mir verwandt, sondern betreibt, weil sie geschäftstüchtig ist und Tinder noch nicht existiert, eine private Kennenlernbörse. Das macht 30 Mark. Ja, bitteschön. Kaum hat er gezahlt, stürzt sich auch schon eine Blondine auf ihn, schleppt ihn ab. So, du kommst mit nach Hause. Und dort sagt sie dann, einen Augenblick, ich bin gleich wieder da. Da steht ein Typ im Pyjama vor ihm und sagt, oh, Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Moll ist mein Name, ich bin Rechtsanwalt. Viel Spaß mit meiner Frau. Und die so, bitte? Ja, wir haben einen Vertrag, die darf machen, was sie will, ich begutachte nur kurz. Also das ist nichts für mich. Und wenn ich ihnen monatliches Honorar zahle, aber Fabian ist schon weg. Er geht in seine Stammkneipe, wo er den Journalisten Münzer trifft, der ihn mit in seine Redaktion nimmt. Da kommt auch schon ein jüngerer Kollege angehastet und sagt, schnell, wir brauchen noch 5 Zeilen für die Titelseite. Schreib einfach, Unruhen in Kalkutta, 14 Tote. Ja, aber das stimmt doch gar nicht, Sie Falschmünzer. Woher wissen Sie das? Der Reichskanzler sagt, Optimismus ist Pflicht. Es geht sehr zynisch zu, deshalb müssen die Journalisten auch anschließend saufen gehen. Fabian geht aber am nächsten Tag sehr pflichtbewusst arbeiten, verarscht seinen Kollegen und trifft abends seinen Freund Labude. Sagt, wie geht's zur Habilitation und der Braut? Wir fahren zur Haupt. Das ist ein Nachtclub, wo die Mädels in Badeanzügen rumlaufen und zwei davon leisten dann auch unseren beiden Jungs hier Gesellschaft, bis am Nachbartisch plötzlich eine Frau randaliert. Scheiße, jetzt ist mir schon wieder einer abhanden gekommen. Es ist Frau Moll. Es ist so eine Schande, dass es keine Männerbordelle, also für Frauen, gibt. Sag mal, dich kenne ich doch, ruft sie rüber zu Fabian, und da hauen die beiden Freunde ganz schnell ab. Auf der Straße werden sie Zeugen einer Schießerei. Bang, 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 bang. Au! So ein scheiß Nazi hat mich in den Arsch geschossen. So ein scheiß Kommunist hat mich in den Arsch geschossen. Und die beiden werden entwaffnet von den Freunden und ins Krankenhaus gebracht. Und weil die Nacht noch jung ist, gehen sie dann ins Kabarett der Anonymen, wo das Publikum die Künstler und der Direktor dann die Zuschauer fertig macht. Es ist alles so pervers in Berlin. Am nächsten Tag sind sie bei Labudes Eltern in der Villa und Labude erzählt seinem Freund, also, ich war ja in Hamburg, du weißt ja, ich will so eine bürgerliche Studentenbewegung gründen, mach doch da mal mit. Nein, du weißt doch, ich bin jetzt eher so der Zuschauer und ich will ja auch nicht Karriere machen wie du. Naja, jedenfalls habe ich dann anschließend noch meine Freundin Leda überrascht mit einem anderen Typen. Och, scheiße, 5 Jahre hat sie mich verarscht, das muss ich jetzt alles nachholen. Komm mit. Sie fahren ins Atelier einer lesbischen Künstlerin namens Ruth Reiter, auch genannt der Baron, die gerade eine nackte Blondine malt, so sieht das aus. Und dort gibt es auch noch die Kulp, mit der der Labude sich vergnügt. Aber auch der Fabian macht eine einschneidende Bekanntschaft, er trifft Cornelia, die ist weder nackt noch lässt sie sich malen. Und er so, was macht ein Engel in diesem Saustall? Und die so, ich bin kein Engel. Das glaubt er natürlich erstmal nicht. Später stellt sich dann heraus, dass das der Fall ist. Aber es macht Klick zwischen den beiden. Sie verstehen sich. Sie reden ganz offen über Gott, die Welt, Beziehungen, Männer, Frauen. Wenn wir euch nicht behalten dürfen, dann wollen wir euch auch nicht lieben. Wenn ihr uns kaufen wollt, dann sollt ihr teuer dafür bezahlen. Dann gehen sie alle mal in den Lesbenclub. Labude wird von der vermeintlichen Lesbe abgeschleppt. Und er bringt Conny heim. Und sie gehen so durchs nächtliche Berlin, unterhalten sich weiter, bis sie plötzlich vor Fabians Haus stehen. Und er so, nee, ne? Wir wohnen im gleichen Haus. Was für ein Zufall! Sie verbringen die Nacht miteinander. Am nächsten Morgen hat er ein Lächeln auf dem Gesicht, das er gar nicht wieder abwaschen kann. Er geht hochmotiviert zur Arbeit und wird entlassen. Oh nee! Dann geht er auf dem Kreuzberg spazieren und trifft dort Professor Kollrepp. Ich bin Erfinder. Ich habe die wahnsinnigsten Maschinen gebaut, bis ich gecheckt habe, dass ich damit Arbeitsplätze und Existenzen vernichte. Als ich dann mein Geld verschenke, entmündigt mich meine Familie, aber ich bin abgehauen. Ich schleiche mich jetzt immer nachts auf Dachböden. Na, falls Sie keinen mehr finden, ich hätte noch ein Sofa. Also ich bin zwar arbeitslos, aber hier haben Sie meine Adresse.
Als er dann abends mit Conny ausgehen will, steht plötzlich dieser Professor vor ihm und sagt, also das mit dem Sofa steht ihr Angebot noch, auch wenn sie arbeitslos sind. Und sie so, arbeitslos? Ja, heute Morgen passiert, habe ich dir noch nicht erzählt. Sie verfrachten den Professor aufs Sofa. Die Conny ist trotz seiner Arbeitslosigkeit trotzdem noch ganz guter Dinge und sagt, sag mal, was denkst du eigentlich über Treue? Und er so, ich warte nur auf eine Gelegenheit dazu. Das ist ja eine Liebeserklärung. Wenn du jetzt heulst, dann zieh ich dir den Hosenboden stramm. Am nächsten Morgen will er seinen bürgerlichen Pflichten nachkommen und sagt, ich möchte mich gern arbeitslos melden. Ja, nee, da müssen Sie zur Filiale für die Büroangestellten im anderen Ende von Berlin. Hallo, ich möchte mich gerne arbeitslos melden. Ja, nee, da müssen Sie zur Filiale für die freien Berufe am anderen Ende von Berlin. Und er so, ich möchte mich gern arbeitslos melden. Da müssen Sie sich erstmal bei Ihrem Heimatamt arbeitslos melden. Und er so, da komme ich doch her. Und dort geht er zu einem Pförtner und der sagt ihm, passen Sie auf, melden Sie sich einfach Anfang des nächsten Monats arbeitslos, sie haben ja jetzt quasi bezahlten Urlaub. Und er so, oh Gott. Als er nach Hause kommt, wartet, Mama? Ja, wenn du nicht schreibst, Junge, hier ist ein Schnitzel, komm, wir essen erstmal zu Abend. Dann steht der Professor nochmal im Raum und sagt, Namen, gnädige Frau, Entschuldigung, hier, nehmen Sie bitte schnell meine Erfindung, die wollen mich wieder ins Irrenhaus einweisen. Da kommen auch schon die Wärter und der so, ja, tschüss, war eine nette Zeit. Dann geht er mit Mutti ins Kino, wo sie viel Spaß haben. Dass er arbeitslos ist, erzählt er ihr lieber erstmal nicht. Verbummelt stattdessen seinen nächsten Tag im Kaufhaus, rettet noch ein Mädchen, das einen Aschenbecher geklaut hat. Er rettet immer mal wieder so unbürokratisch andere Leute. Dann begegnet ihm die Schicksalsdame Frau Moll und die so, hey, arbeite für mich. Ich habe jetzt ein Männerbordell, also wo die Frauen die Kunden sind. Ich brauche noch jemanden für die Buchführung. Und er so, nee, danke. Und er bringt Mama an den Zug. Und abends so, kannst du mir 100 Mark geben? Ich habe diesen Produzenten Markhardt kennengelernt und der gibt mir vielleicht eine Filmrolle, aber ich brauche einen neuen Pulli. Und der so, ja klar, hier hast du fast mein letztes Geld. In der Nacht träumt er dann einen schrecklichen Traum, nämlich, dass der Erfinder eine Maschine geschaffen hat, die aus Kindern Konsumenten macht. Kann man sich ja heutzutage gar nicht vorstellen, ne? Und dass er, Fabian, immer durch Glas von allem getrennt ist, ein bloßer Beobachter der Welt. Alle Vögel wild durcheinander, sogar Conny. Das Ganze endet in Krieg, Zerstörung, Vernichtung. Nach einem weiteren Tag vergeblicher Jobsuche kommt Fabian heim und findet Cornelias Zimmer leer und stattdessen einen Brief, in dem steht, lieber Fabian, der Produzent mietet mir eine Wohnung und bietet mir an, Star zu werden. Ich mache jetzt Karriere und muss den Preis dafür bezahlen. Triff mich morgen im Café Schottenhammel. Das zieht ihm den Boden unter den Füßen weg. Ich wollte mich doch ändern. Er versucht, sich mit einem One-Night-Stand zu betäuben. Am nächsten Tag trifft er tatsächlich Conny in diesem Café. Sag doch was, was soll bloß aus mir werden? Eine unglückliche Frau, der es gut geht. Das wolltest du doch, oder? Wenn ich ein Arschlochmann bin, dann hast du recht, mich so zu behandeln. Wenn nicht, dann tust du das Falsche. Ja, und sie gehen. Darf ich morgen zu dir kommen? Ja. Knutsch, heul. Dann versucht es nochmal mit dem One-Night-Stand, muss sich dort aber gegen den mittlerweile eingetroffenen Ehemann zur Wehr setzen. Und dann geht er nach Hause und dort wartet eine Nachricht von der Kripo. Oh Gott! Er eilt in die Wohnung von Labude, der dort auf ihn wartet, weil er sich erschossen hat. Und er so, Stefan, das macht man doch nicht! Der hat eine Abschiedsbotschaft hinterlassen und da steht, ich war in der Uni. Der Assistent sagt, meine Habilitation wäre so schlecht, dass der Professor sie der Fakultät nicht mal vorlegen will. Karriere weg, Verlobte weg und mit der Politik wird das auch nichts. Ich mache Schluss. Er hat ihm 2000 Mark hinterlassen. Er begleitet Labudes Leiche in dessen Elternhaus, wo der Vater dann dazukommt und sagt, war denn seine Habilitation wirklich so schlecht? Es war die beste, die ich je gelesen habe. Am nächsten Tag stellen sie deswegen den betreuenden Professor zur Rede und sagt, warum haben Sie die Habilitation nicht zugelassen? Ja, aber das habe ich ja gar nicht, die ist super. Da zerrt der Fabian dessen Assistenten aus der Bibliothek heran. Haben Sie dem Labude gesagt, dass seine Arbeit so schlecht wäre, dass sie nicht mal vorgelegt wird? Das war doch nur ein Scherz. Und Fabian drischt auf ihn ein, bis sie ihn wegziehen. Dann steigt er in einen Zug und fährt nach Hause. Und im Zug trifft er nochmal Frau Moll. Die haben mein Bordell dicht gemacht, ich fahre jetzt nach Ungarn. Kommst du mit? Und er so, wie oft denn noch? Nein! Dann geht er ins Seifengeschäft seiner Eltern. Labude ist tot. Ach Mensch, mein Junge. Willst du vielleicht hier bleiben? Vielleicht. Er schaut sich nochmal in seiner Heimatstadt um. Er besucht halbherzig seine alte Schule, ein Bordell und dann das rechte Lokalkäseblatt, bei dem er vielleicht unterkommen kann. Dann geht er nach Hause über die Brücke und plötzlich... Ein Junge auf dem Brückengeländer! Der stürzt ins Wasser! Scheiße! Er springt hinterher. Aber glücklicherweise kann der Junge ans Ufer schwimmen. Fabian hingegen ist nicht Schwimmer. Er ertrinkt. Vor 80 Jahren ging nicht nur Kästners Fabian, sondern ganz Europa vor die Hunde. Und die Situation hat ja Ähnlichkeiten mit heute. Können wir vielleicht irgendwas aus dem Roman lernen? Irgendwelche Lifehacks? Möglicherweise drei Dinge. Erstens, wir können nicht so tun, als wären wir nur Beobachter. Als gingen uns Ungerechtigkeit und Brandstifterei des Rechtsidiotismus, also Populismus, nichts an. Zweitens,
wir verändern die Welt mit kleinen Dingen, wenn wir einfach mal helfen. Drittens, aber bitte nur dann ins Wasser springen, wenn ihr schwimmen könnt, sonst gehen wir alle baden. Und das, liebe Gemeinde, war Fabian von Erich Kästner. Vielen Dank. Thank you.